teilen kann. Viele von den Athleten haben zum Beispiel auch, muss man auch die Manager fragen, gar keine Autogrammkarten. Und dabei will man doch publikumsnah agieren, die Leichtathletik nahe bringen, um sie eben weiter auch im Fokus zu halten, wie es das ISTAF macht, nicht nur in Düsseldorf, Berlin, auch bei anderen Meetings. 6000 Zuschauer hier. Immer wieder versucht man, eben Weltklasse-Athleten einzuladen. Auch das kostet natürlich viel Geld, wo man Sponsoren für braucht. ISTAF Düsseldorf ist ja für die nächsten 3 Jahre schon mal sicher. Der Vertrag, boah, wurde dann auch schon mal gesichert. Der Sprung von ihr, der war gut von Gerdasiewicz. Bestleistung 6,69 in Belgrad. Und schauen Sie mal, hallo, wo ist denn da? Bitteschön, wo ist denn da übergetreten? Wie viele Millimeter sind denn das? Das ist ein Hauch von nichts bei diesem Topsprung von Gerdasiewicz. Und der wird dann ungültig gegeben. Schade.